Hi und herzlich willkommen. Das war schlecht. Fick dich. Hi und herzlich willkommen bei der lustigen Folge 292. Steht da. Das da vorne ist Sarah. Hi. Und das ist der Chan. Hi. Wir sind von die Meris. Das ist ein Kanal, könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung nachschauen. Ihr müsst sowieso liken, bevor dieses Video anfängt, weil das ist auf YouTube gerade so. Und jetzt lustige Witze in 3, 2, 1. Go. Yay. Treffen sich ein Pferd und ein Schwein im Meer. Sagt das Pferd: Also ich habe noch nie ein Meerschweinchen gesehen. Sagt das Schwein: Und ich noch nie ein Seepferdchen. Den habe ich auch schon mal bei Lustige Witze auf die Miris genauso erzählt. Weißt du, was Hammer ist? Ein Werkzeug. Ha. Wir hatten heute ein totes Meerschweinchen im Stall. Jetzt haben wir weniger Schweinchen. PlayStation und Xbox streiten sich. Kommt die Polizei. Wie, wie, wie. Durch mein offenes Fenster höre ich meinen Nachbarn Saxophon spielen. Es ist wirklich wunderschön. Doch leider bin ich Deutscher und muss jetzt die Polizei rufen. Ich glaube, du wärst zu blöd, Wasser aus einem Stiefel zu kippen, selbst wenn ich dir sagen würde, dass die Anleitung auf der Sohle steht. Nebel. Wenn die Natur zu faul ist, die komplette Umgebung zu laden. Ich muss unbedingt mein Fahrrad reparieren lassen. Ich schiebe schon seit Wochen vor mich her. Hast du verstanden, was kaputt ist? Dann muss ich schieben. Ja, hallo Floyd, danke fürs Erklären. Chef sagt, ich soll mit der Spinne rausgehen, anstatt sie zu töten. Cooler Typ. Wann was trinken? Will beruflich was im Netz machen. Beim Arzt im Wartezimmer. Leider dürfen wir sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht namentlich aufrufen. Wer ist denn der Herr mit dem Tripper? Ich. 3 Buchstaben. Dumm. 3 Buchstaben. Zufall? Ich glaube nicht. Meine Freundin, Jurastudentin, und ich im Auto. Sie schaltet das Navi aus und meint, sie findet den Weg. Das Verfahren wurde eingeleitet. Ein Tempolimit von 130 km pro Stunde ist völlig ausreichend. Nur für außerorts muss dann halt noch eine Lösung gefunden werden. Neue Vokabeln. To Brexit. Sich verabschieden. To Seehofer. Sich verabschieden, aber nicht gehen. Das perfekte Symbol unserer Zeit ist der Laubbläser. Er verlagert ein Problem von einem Ort zum anderen, ohne es zu lösen, benötigt dafür wertvolle Energie und macht eine Menge Lärm. Das ist so deutsch. Ja. Habe vorhin auf den Link "Gewinne ein iPhone" geklickt. War zum Glück nur ein Virus. An die Jugend! Bevor ihr euch wieder eine Challenge ausdenkt, wie wäre es mit einer Schulabschluss-Erreichen-Challenge ohne Schwangerschaft? Verflucht sei der Lichtmodus im Backofen. Ich bin am Verhungern und habe gerade 20 Minuten lang meine Pizza beleuchtet. Boah, wie dumm muss man dafür sein? Pac-Man wurde durchs Fressen berühmt, Mario durchs dumm Rumhüpfen und die Schlümpfe, weil sie blau sind. Und ich mache alles davon und mich kennt kein Arsch. Wusstet ihr, dass der Name Pac-Man von dem Wort Paku Paku kommt? Das bedeutet, den Mund auf und zu klappen. Bread makes you fat? Die ganzen Mädels, die sich selbst als curvy betiteln, keinen Arsch haben, aber einen Bierbauch. Ihr seid nicht curvy, ihr seid mein Onkel. Kreuzer kommentiert Zeit! Willkommen zurück zur Kommentare kommentiert Zeit. Die Zeit, in der wir eure Kommentare kommentieren. Und auch in den letzten Videos habt ihr uns wieder fleißig Fragen. Witzen. Wir schauen jetzt einfach mal rein, was ihr uns geschickt habt. M0412 schrieb: Und, wie fandest du unseren ersten Sex? Also meine Mama hat mir das anders beigebracht. Achso, der nächste Kommentar bezieht sich auf diesen Witz aus der letzten Folge. Wie zieht sich ein Informatiker seine Freundin aus? So, darauf habe ich nämlich eine Antwort bekommen. Und zwar: Also der Informatiker wissen, Minute 8.11 ist nach Jahre Konvention dahingehend falsch. Auf Getstring, Klammer auf, Klammer zu, eigentlich schon ein Objekt infiziert. Da geht der Methode, grundsätzlich eine Instanz eines Objektes zurückgeben. Solange aber diese mysteriöse Freundin-Klasse eine Zeichenkente als Objektsattribute besitzt, sollte das mit dem Ausziehen funktionieren. Momentan kommt bei mir aber noch eine Null-Pointer-Exception. Freundin existiert nicht, hieß es. Werd mich da demnächst mal hinsetzen und debuggen. Melde mich, wenn ich Fortschritte mache. Danke, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mr. Snowman schrieb: Einem Vollbartträger in die Wange kneifen und sagen: Na, hast wohl bei deiner Geburt den Rahmen nicht... Den Rahmen mit rausgerissen. Was ist eine Gummipuppe mit weißen Augen? Voll. Gibt es Punk- oder Deutschrock-Bands, die du nicht magst? Und wann ja, welche? Ja, Sarah, gibt es Punkrock- oder Deutschrock-Bands, die du nicht magst? Ja...
Die Toten Hosen? die Toten Hosen mag ich. Also die alten Lieder mag ich tatsächlich. Also hauptsächlich die sehr viel rechts sind. Ja, das sowieso. Das würde ich auch eher als rechts sehen. Aber ich glaube, alles andere ist für mich völlig okay. Und er bimmelt hier. Ja. Haben Sie das hier nicht ausgemacht? Guten Tag, Herr Pastor. Wie kann ich Ihnen helfen? Tag, Herr Doktor. Ich habe seit gestern Schmerzen an meinem Penis. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Oh, ein Milchzahn. Kevin Lamp beschrieb: Wenn ein Ostfriese eine Fliege ist, hat er mehr Gehirn im Bauch als im Kopf. Wie nennt man zwei befreundete Gummibärchen? Also, da fehlt halt einfach die Antwort. Aber ich hätte jetzt auch spontan gesagt: Gummibros. Ein Gummipärchen. Habt ihr noch eine bessere Antwort darauf? Schreibt es in die Kommentare. Ich verstehe immer noch nicht, wie er nicht mehr als 70.000 Abos erreicht hat. Ja, apropos, wir haben die 70.000 erneut erreicht, weil wir mittlerweile 2.000 weniger sind. Aber hey, es gibt Down and Down. Ihr könnt doch diesen Kanal einfach mal euren Freunden weiterempfehlen, dann werden vielleicht mal wieder ein paar mehr. Und wenn ihr immer noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Genau, und die Glocke aktivieren. Ein Armloser, ein Beinloser und ein Blinder gehen ins Freibad. Sagt der Beinlose: Ich spring vom Zehner. Sagt der Armlose: Ich fang dich auf. Darauf sagt der Blinde: Na, das will ich sehen. Was macht man, wenn man auf der Autobahn nicht mehr weiß, wo man ist? Umdrehen und das Radio anmachen. Woran erkennt man, dass ein Penner eine Freundin hat? Weil er zwei saubere Finger hat. Spielen zwei Blondinen Schach, sagt die eine: Sag mal, hast du eigentlich die Regeln im Kopf? Wieso, blutig aus der Nase? Das waren auch wieder mal ein paar gute Kommentare, oder? Ja. Wenn ihr in der nächsten Folge in der Kommentare-Kommentierzeit dabei sein wollt, dann schreibt mir doch einen Kommentar mit einem Witz, einer Frage oder etwas anderem und wir schauen, ob wir euch in die nächste Folge mit einbauen. Aber in der nächsten Folge gibt es erstmal wieder Insta-Time. Deswegen, hier unten ist mein Instagram und ich würde sagen, wir erzählen noch ein paar Witze. Yes! Mein Nachbar grillt vegane Würstchen. Vor Lachen wäre mir fast die Kaugummi-Zigarette ins alkoholfreie Bier gefallen. Das Beste daran, Geschenke von Mama und Papa zu öffnen, ist der neugierige Blick von Papa, was da wohl drin ist. Schrödingers Konto. Solange ich die Banking-App nicht öffne, bin ich auch nicht pleite. Forscher finden großes Eisvorkommen auf dem Mars. Gott, ich hoffe, es ist Stracciatella. Ein Netz hat Löcher. Das ist so. Sonst wäre es ja eine Decke. Und dann hieße es nicht Mobilfunknetz, sondern Mobilfunkdecke. Ich wollte 100 Euro einzahlen und der Typ vor mir 100 Euro abheben. Habe ihm das Geld gegeben und wir haben uns beide das Anstehen gespart. Niemand weiß, ob eine Partnerschaft ein Leben lang hält. Deswegen heißt es auch heiraten und nicht Hi-Wissen. Wow. Okay. Die teuersten Sätze der Welt. Ja, ich will. Rechts ist frei. Der will nur spielen. Hier, fang! Ups. Mein Opa hat es im Krieg als einziger geschafft, 6 Flugzeuge an einem Tag zu zerstören. Er war ein ziemlich beschissener Mechaniker. Die 4 studentischen Gesetze. Gut gelüftet ist halb geputzt. Ausgedruckt ist halb gelernt. Geschirr ist eingeweicht, ist halb gespült. Schlummertaste gedrückt halten, ist halb aufgestanden. Ich rief: Hey Taxi! Und er rief: Hey Fußgänger! Und dann fuhr der Penner einfach weiter. Als große Person hasse ich es, wenn ich andere größere Personen treffe. Die sollen gefälligst aus meinem Luftraum raus. Mathematiker werden nicht fett. Mathematiker runden auf. Mathe, Mann. Und ich liebe die Mathematik. Los, Mathe-Einhorn. Ich habe für mich und meiner Freundin ein Eis gekauft. Habe danach beide gegessen, wusste schon vorher, dass ich keine Freundin habe. Ich schlingel. Wer fährt so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Lieferandobote mit der 19 mit Rind. Wenn du in deinem Garten auf Öl stoßt, dann gehört es der Regierung. Der Reinigung. Der Reinigung. Wenn du in deinem Garten auf Öl stoßt, dann gehört es der Regierung. Aber wenn sie Drogen finden, dann gehören sie immer dir. Warum nennt man es eigentlich Aussterben der Dinosaurier und nicht Brexit? Heutzutage haben die Menschen immer mehr um die Ohren und immer weniger dazwischen. Oder wie Querdenker sagen würden. Ja? Deutsche beschweren sich, dass Gendern die Sprache zerstört. Reden aber schwäbisch. Hätte auch nicht gedacht, dass das erste Lokal, das ich 2021 besuche, das Wahllokal ist. Vertraue niemals einem Menschen, der nicht leicht stöhnt, wenn er sich hinsetzt. Hallo Polizei, bei mir im Haus sind Einbrecher.
Tut mir leid, für sowas haben wir aktuell keine Ressourcen. Sie sind zu dritt und tragen keine Masken. Wir sind unterwegs. Die Covid-Auflagen sind langsam echt zu unübersichtlich und verwirrend für mich. Ich habe mir heute aus Versehen in den Ellenbogen geschissen. Regierung, wir sehen Lockerungen am Horizont. Wikipedia, Horizont, eine imaginäre Linie, die sich immer weiter zurückzieht, je näher man kommt. Dieser Moment, wenn dich deine 25 Gäste für das gelungene Weihnachtsessen loben, du es aber nicht beurteilen kannst, weil du seit heute früh keinen Geschmackssinn mehr hast. Was ist deine Lieblingsstellung beim Sex? Wow. Hä, was? Na, wenn deine Mom auf dem Rücken liegt. Komm, setz dich und iss. Wow, das sind meine drei Lieblingsbeschäftigungen. Wer sagt, dass Sex geil ist, der hat noch nie Sex mit mir gehabt. Nackt sehe ich aus wie ein griechischer Gott. Kreidebleich und kleiner Pimmel. Wir machen eine schöne Endcard. Hier ist eine schöne Endcard. Daumen hoch und rein. Daumen rauf habt ihr ja eh schon gemacht, wie wir es am Anfang gesagt haben. Was ihr jetzt noch tun könnt, ist witzigere Witze zu schreiben als die, die wir gerade vorgelesen haben. Und wenn ihr MasterJam unterstützen wollt, und der gibt uns eh nichts davon ab, also keine Sorge, dann macht mindestens 1 Euro auf seinem Patreon. Das war's von uns. Nächstes Mal wieder mit seiner Hackfresse MasterJam. Und man hört und stört sich. Bis dann. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTuber.